Fällt mir ein, ich habe jetzt mal gar nicht groß hier in der Stadt rumgeguckt, ob ich was looten kann oder sonstiges. Aber ich glaube eher nicht. Und da ich es ja nicht geschafft habe, aufgrund von vielen Sachen, offscreen irgendwie was zu grinden, zu machen, Nebenquests zu machen und so weiter, wie ich ja gesagt habe, wie es da vielleicht auch noch kommen wird, wenn ich Zeit finde dazu, konnte ich auch die Stadt nicht weiter verbessern, was ja dann auch passieren soll. Wenn ich mich richtig erinnere, wird ja größer und aufgebauter und hübscher und idyllischer und metropolischer, umso weiter ich dann im Spiel bin und Dinge erledige. Au, au. Hau mit euch die Türen in den Kopf gegen. Ja, warst du wirklich? I'd heard demons were attacking passersby. Ich nicht. Stealing water and ich runne gar nicht. So, I just got scared. Schisser. Well, there's some truth to that, but it sounds like that story's gotten rather inflated. Attacking passersby? We only take what we need from the royal army. Genau. From the army? You go up against armed soldiers? Mit der Faust, jawohl. You must be really strong then. Pretty, really strong. No wonder you can travel the dangerous sandland unscathed. Dangerous. Ja, weiß ich auch nicht, was ihr meint. I guess you're too strong to find it dangerous. Yes, wie im echten Leben. But to us humans, stepping outside town isn't something you do lightly. Okay. Just traveling across this barren desert is hard enough. But with the risk of bandit and raptor attacks as well. Ach, die Raptoren sind süß. We're risking our lives every time we go to another town. Hmm, that bad? It is. I can't travel alone either. Oh. Even seasoned peddlers have to be careful. So sieht er bisher nicht aus, der Händler, den wir da treffen. Der sieht eher so, ja, kommst heute, kommst du morgen, mäßig aus. A bit of bad luck. And you're a goner. Ah. So you need luck just to reach your destination. Müsst sie das nicht wissen als Mensch? I guess that means I was lucky to meet you guys. Talking about all this has got me feeling a bit uneasy. Als ob da mehr hinter ihrem Charakter wäre und ihrer Story, als einfach nur Mensch zu sein. How so? Was mich eh nicht überraschen würde, wovon ich auch rausgehe. Mal schauen. Well, I ordered some new wares from a merchant acquaintance, but it's been ages since he said he'd be here, and I haven't heard any news. He's always had incredible luck, so I didn't think much of it. But what if he's in trouble? Dann ist es so. Biel, if you ever see that merchant in trouble during your travels, could you please help him out? Ah. Maybe if I'm in the mood. Ist das jetzt eine generelle Nebenbeschäftigung oder eine Nebenquest, die ich jetzt bekomme? Thank you. I'm counting on you. Klang jetzt ein bisschen so, als wenn das einfach nur der Händler wäre, den ich öfter mal sehe. Aber wahrscheinlich ist es noch. Ja, Nebenquest, okay, wird schon. Wird schon so sein, okay. Gut. War ja nur eine Frage. Ist echt nicht viel los hier aktuell. Ich muss hier mal ausbauen, die Stadt. Hallo. Jumpbot, please. Man, we brought the blueprints. They really had exactly what we needed. This should do the trick. Yeah. I'll get started right away. Hope I have enough parts. Hopefully. Yeah. Benötige ich halt für Fahrzeug bei überprüfen. Ja. Um ein Fahrzeug zu bauen, brauchst du einen Fahrzeugrahmen, Geld und auch andere lustige Teile. Gehe im Fahrzeugmenü zu Fahrzeug bauen, um zu überprüfen, welche Teile du noch brauchst und dann guck mal, wie das läuft. Machen wir. Taktik. So. Du kannst im benötigten Teilemenü überprüfen, welche erforderlich sind. Teile, die nicht besitzt, werden in Rot angezeigt. Das sind keine guten. Oh, hier ist eine Menge Rot, sehe ich gerade. Im Hintergrund. Das ist nicht gut. Geh im Fahrzeugmenü zu Teil bauen, wenn du überprüft hast, welche Teile benötigt werden. Ja. Ja, alles halt. Ich kann nichts machen jetzt. Was soll ich tun? Hä? Ja, schön gut. Und nu? Wo krieg ich jetzt her? See you later. Endlich jetzt? Ich muss jetzt irgendwo finden oder was? Do you need anything? Fahrzeug. Bauen. Will. Springen.
Alle springen, alle springen. Aber ich habe doch lauter Sachen. Das ist ja alles rot. Ist nicht so, als wenn ich irgendwie... Ich habe... Heißt aber für mich tatsächlich, ich kann die Waffen von meinem Panzer nicht nutzen. Denn da habe ich ja Primärwaffe und Sekundärwaffe als Ausweichalternative noch. Ich habe ja mindestens zwei Sachen von beiden. Kann ich hier aber nicht dran machen. Also Spaß an der Freude. Wenn ich bei dem jetzt... Ach, kann ich aber besser. Schiffplatz. Ach, guck genau an. So. Max, na toll. Wo war das andere, was ich gerade machen wollte? Verbessern? Verbessern, ne? Da war ich gerade. Hä? Wo war ich da drin gewesen? Anpassen? Beanpassen. Oh. Ja, hier habe ich ein paar Sachen gefunden. Alles klar. Bringt mich jetzt nicht direkt dann, wo ich hin wollte, aber das habe ich jetzt auch rausgefunden. Das ist auch nicht schlecht. Erhöht Angriffskraft von Maschinengewehr, Gatling Gun und Automatikkanone. Habe ich allesamt. Nee, warte, ich habe keine Gatling. Ich hatte eine Gatling Gun gefunden, aber ich habe es jetzt nicht ausgerüstet, oder? Habe ich doch. Doch, habe ich, ne? Nee, Maschinengewehr habe ich hier drin. Hat ihr nicht, fandst du was mit Gatling irgendwo gelesen? Kann ich es ausbauen? Auch nicht, ne? Schade. Egal. HEP-Munitionskanone. Zeige ich. Zufügen von Fahrsystemversagen. Okay. Nö. Nö. Kampfpanzer erhöht Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Plus 3,8. Ja, ob das jetzt sich lohnt, weiß ich nicht. Wobei, hier steht 27 als Extra-Bonus und da steht plus 3. Oh, das ist dann mein Wert, den ich danach habe damit, ist auch die Frage. Weiß ich nicht genau. Nachladezeit verkürzen, okay. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Ich nehme das hier, würde ich sagen. Oder kann noch. Komm. Noch einen haben! Geht nicht. Den zweiten gibt es irgendwann auch immer bei wahrscheinlich einem anderen Fahrzeug. Ja, aber es hilft mir ja trotzdem jetzt nicht beim Fahrzeugbau davon. Und ich brauche die Teile und ich weiß nicht, wo ich sie herbekomme. Voll nett. Tja. Auch nichts weiter zur Auswahl hier. See you later. Ja, was mache ich denn nun? Kommt auch wirklich gerade keine Aussage, wo ich es herholen kann, was ich machen muss dafür? Das finde ich ein bisschen merkwürdig gerade. Aber ich war schon mal vor ihr gewesen mit einer Quest oben drauf. Ich kam für einen Moment nicht weiter, oder? War es beim ersten Mal nicht schon so? Habe ich irgendwas übersehen vielleicht einfach? Kann durchaus sein, aber ich wüsste nicht was. Ich habe einfach nichts davon. Okay, geht nicht. Es gibt auch nichts. Ich kann nichts drücken, außer zurück. Das ist ja logisch. Och, Menno. Ah, Teil bauen. Das habe ich übersehen. Puh. Okay. Es ist ein merkwürdiges Menü, finde ich. Es ist ein bisschen kuddelmuddelig für mich, aber egal. Teile zu bauen, brauchst du Geld, Material, muss ich schon. Wähle mit QE Fahrzeugtyp aus, wähle mit 1 und 3 Teile zu bauen aus und Teile mit F verrückt, um zu bauen. Okay. Aber ich wollte ja hier. Aber warte mal. Das habe ich ja, ne? Meine optisch habe ich. Das hier alles schon. Klar ist. Das ist neu. Das habe ich aber auch schon ausgerüstet gerade. Ich kann. Oh, ich kann einen neuen Motor bauen. Aber irgendwie nicht so hyper. Der Turbo ist besser und der beschleunigt schneller, aber lädt länger auf. Oder ist das weniger? Lädt der mit einer höheren Zahl schneller oder langsamer auf? Ich würde sagen, höher heißt eigentlich besser, aber in dem Fall, wenn der Aufladezeit hier heißt, da habe ich jetzt 140 Sekunden, was immer das für Zahl sein soll, was für ein Wert das sein soll, und hier sind halt 200. Das ist ja auch viel mal auch schneller.
Ich werde sogar aufgeschwindiger. Komm, ich nehme die mal wach und rüste ihn aus. Auch Spaß an der Freude. Hab ich auch schon. So. Okay, cool. Was geht mit. Oh nein, ich habe keinen Raptorstahl. Immer noch nicht. So, das ist schön rot, die Waffe. Oh, das ist, aber wenn man das Video gefunden hat, macht mir jetzt schon Spaß. Ich baue gerne solche Sachen rum. Flop. Das ist toll. Flop. Keine Auswahl ist gut, das heißt, ich kann einfach was machen, was ich will, und das ist lustig. Er senkt Energieverbrauch bei Turbo. Aber kann ich nicht bauen, also. Die Frage stellt sich gerade nicht für mich. Dito. Erhöht Verteidigung. Oh, wenig Verteidigung ist aber auch doof. Aber Geschwindigkeit ist wieder geil. Aber ich kann es eh nicht machen, was soll's. Okay. Kann ich direkt was verbessern davon? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. Anpassen. Du hast also. Ja, ist ja gut. Will ich aber gerade gar nicht. Nein, will ich gerade. Hallo? Anpassen. Ich will. Nee, nicht. Jetzt, wieso jetzt der hier? Ich will die anderen haben. Sag mal. Fahrzeug wählen. Zack. Los. Ja, nimm nochmal. Hä? Geht doch. Komisch. Was war's? Der Motor? Er ist aber schlechter. Guck mal hier, eindeutig schlechter. Die Beschleunigung ist besser. Aber Turbo-Leistungsverwendung? Sehe ich der Bastler? Ja, ein bisschen schon. Hm. Aber ich denke mal, dass rote Zahlen aber heißen, ist schlechter, ne? Aber irritiert, weil hier ist die Zahl halt höher. Das ist schlecht. Und hier ist die Zahl tiefer. Und das ist offenbar auch schlecht. Aber wir müssen mal das Spielgefühl ausprobieren. Das hilft mir sonst nicht weiter. Kannst du. Gut, egal. Fahrzeug wählen. Nein, nicht wählen. Ich muss bei. Oh, bauen jetzt. Den bitte einmal. Yay. WLAN-Dateien Checkpoints aus. Ja, schon klar. Das kann man sich dann denken, den Rest. Also hier darf mal keine Bonus-Dinger hier an Slots wie die Chipsätze wie der andere. Und das sieht auch anders aus, leider. Ich würde ihn auch gerne ein bisschen anmalen. Das habe ich aber letztes Mal schon vermisst. Ich würde dem Panzer auch gerne ein anderes Gesicht geben, zum Beispiel. Ist ja ganz cool. Aber die Option gibt es zumindest aktuell noch nicht. Ich bin fertig, oder nicht? Immer noch nicht? Hä? Ich bin doch jetzt fertig. Immer noch? Doch hier. Hat jetzt noch nicht gebaut. Hä? Ich hab den noch jetzt. Ah, irritierend. Ist aber auch nicht drin. Hab ich jetzt doch nicht gebaut? Ah. Oh. Macht mich wahnsinnig gerade. Kartoffelschäler? Nein. Ich denke nicht. Das wird schon was werden, was ich brauche. Okay. Okay. Ja, okay. Ach mal, ich kann den Level auch ausbauen. Okay, verstehe. Aber wie baue ich das jetzt? Okay. Denke ich ja schon. Passiert aber nichts. Halten, zusammenbauen. Geht nicht, weil es ja graut ist, aus irgendwelchen Gründen. Hä? Mein Geld ist alle, ich kann es nicht bauen. Weil ich aber eigentlich, ich hatte gerade 3000, ich muss ihn schon gebaut haben. Und da habe ich erst. War das Herstellen schon so teuer gewesen. Oh Mann, ich rauf das gerade nicht. Hat das Herstellen der Teile schon Geld gekostet oder was? So viel. Oh Mann. Teile bauen. Hat Geld gekostet. Okay, wahrscheinlich deswegen gerade kein Geld mehr, weil. Zwei, das sind knapp 5. Ich hatte 3000. Das sieht mir nicht aus, wenn es auf 3000 hochgeht. Aber ich habe die habe ich auch was gebaut, ne? Ich glaube, ich habe gerade zu wenig Geld, deswegen geht es nicht.
Und der ist ja auch noch komplett ergraut. Ich meine, der Panzer, der ist ja in voller Farbe und so. Der nicht. Also mich heißt, ich habe tatsächlich noch keinen. Verdammt. See you later. Ich brauche Geld. Ein Butterhalter. Ach, seid doch nicht so. Ich brauche Geld. Please keep an by the verkaufen. Ich weiß nicht, was ich verkaufe. Was ich verkaufen kann, soll. Es gab, glaube ich, irgendwas, was ich verkaufen kann, ohne weiteres. Oh. Schwergärtig, da bist du doch. Fürs Auto, wie es aussieht. Nicht für Panzer, lustigerweise. Ah, okay. Fürs Auto ist das Ding. Hm. Schön. Davon abgesehen. Ich meine, es gab irgendwelchen Schrott, den ich verkaufen konnte im Guten. Zum Verkauf, da haben wir es auch. Also wenn da zum Verkauf steht, kann ich es verkaufen im Guten, ohne Angst zu haben, es woanders brauchen zu müssen, schätze ich mal. Hier auch. Zum Verkaufen. Nicht ganz wertvoll, aber hey. Okay. Reicht mir erstmal schon, ne? Ich will ja nur genug Geld für meine Sprungbotter haben. Meine Güte. Das ist aber auch ein bisschen fummelig. Ganz klein wenig. Und noch einmal. Fahrzeug bauen. Diesmal aber wirklich. Sprungbotterig. Zusammenbauen. Ah. Ich nenne ihn Sprungbot. Spring. Ja, heißt Spring. Die Feder. Boing. Gut, ne? Nicht vom Springen. Er heißt Spring. Ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Danke. Ja. Done and done. Great. I can't believe you really made it. What you talking about? You didn't think she could? Also ich hasse ja, sie kann das. I'll be honest. I had my doubts. You must have had a fine mentor. No mentor for me. I'm completely self-taught. Oha. Just picked up what I could here and there. Oha. There's just always been a lot for me to tinker around with. Oha. Incredible. 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 In any case, this should allow us to slip past the army and continue on our journey south. Yeah. You know, it's awfully fitting that we made a bot to outfox the Royals at the Rebel Army's ex-base. Ja. Almost like it's fate. Wer weiß. All right then. Let's get a move on already. Okay. If you have any problems with the bot, come back for repairs anytime. Yes. Thanks. Muss ich wahrscheinlich irgendwann noch. Apropos, muss ich meinen Panzer reparieren, Prince, weil der war ja auch schon angeschlagen. Before we head to the East Valley, let's scout the southern road. What for? Kann ich? Nein, kann ich nicht. I want to see what the army might be able to throw at us. Okay. Okay. Ich wollte eh mal ganz kurz rausgehen noch. Mal ganz kurz den Bot in Einsatz testen wollte ich eigentlich, bevor ich jetzt heute Ende mache. Klopp. Hui. Autopilot, okay. Fahrzeug, alles klar. Und umschalten, Turbo springen. Oh gut, ganz normale Startsachen. Beim Springen stampfen mit Q, oha. Okay. Bam. Hab ihr schon bei Gegnern gesehen, die sowas machen? Hui. Hihi. Lauf. Wow. Oh, ich wollte eigentlich springen. War nicht gut. Ach, warte. Ach, die fahren neben mir her, wenn ich mit dem unterwegs bin. Ach so. Und wie soll ich dann die Gatling bei ihm anbringen, wenn ich damit gar nicht fahre? Hui. Hui. Ah, damit muss ich auf jeden Fall diese eine Hürde hoch, da die ich in der Ruine gefunden habe. Sprungbord, Leute. Sprungbord. Ach, geil. Der das ist schön. Abfangsystem. Saug alles ein, schief. Guter Mann. Boost-Test. Ja, gefühlt bin ich ein bisschen schneller als vorher. Aber mein YouTube wird gar nicht weniger, komischerweise. Ah. Ach,
Wenn du Shift drückst, echt danach Tab, blödes Steam-Ding. Kannst du wieder machen, ich weiß nicht wieso. Manchmal geht's andauernd und dann irgendwie Cooldown bei deinem Skill. Grafisch noch nicht so richtig. Ah, mal links unten ist so ein Symbol. Und das ist sein Arc, ja, alles klar. Er hat eine Ablenkzeit und ich muss wahrscheinlich immer nur in der Nähe von kaputtbaren Sachen sein. Okay, das wird wohl so hinkommen. Guck mal, Händler. Wahrscheinlich der Händler. Nein, Kuri, tatsächlich jetzt schon. Ich bin erst bei 2 Stunden 27 konkret, was Aufnahme angeht. Und das heißt, an der Stelle bin ich jetzt auch. Ich weiß halt noch nicht genau, ob ich jetzt die Folgen auf 20 Minuten rendere oder auf 30. Ich schätze aber eher auf 20. Ich habe so noch einige Folgen von Harvestella und so weiter und so fort online. Auch jetzt hiermit natürlich. System Shock kommt noch ein paar, sowieso ein paar Tage habe ich eh noch Puffer. Und dann Sandland, das geht schon noch. Aber wenn ich jetzt wirklich künftig nur einmal die Woche aufnehme, außer von Diablo oder Xenoblade, was ja mehr oder weniger der Plan war, auch wenn ich es schaffe, am Dienstag dann 4 Stunden zu machen, wird es knapp mit halbstündigen Folgen, also wahrscheinlich auf 20 runter. Also mal gucken. So oder so. Liebe Leute, dann war's für heute mit Sandland. Es geht dann spätestens in 2 Wochen weiter damit. Aber wahrscheinlich sehen wir uns sowieso Donnerstag, wo ich nochmal Ersatzstream mache wahrscheinlich, ein bisschen diesen heutigen erweitert. Vielleicht bei Sandland, bei Harvestella. Und Freitag höchstwahrscheinlich dann Diablo wieder mit Samira und Co. Schauen wir mal. Oder vielleicht auch V-Rising irgendwie, überraschenderweise die Tage. Wer weiß, weil Samira auch darauf Bock hat und ich auch. Gucken wir einfach mal. Lasst euch überraschen, ich mich auch. Auch Samstag vielleicht und was auch immer. Ihr wisst ja, Multiplayer-Sachen sind sowieso extrem spontan bei mir. Da muss ich immer warten, ob die anderen das können und so was. Wir schauen einfach mal. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Oder, naja, im Prinzip geht die erst los die Woche mit heute, ne? Macht was draus, wir sehen uns und schlaft dann nachher gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.